Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ding dong, the witch is dead, but which old witch? Ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Mal ganz ehrlich, die Frage, which witch was the witch in The Witch, ist tatsächlich absolut berechtigt. In dem südkoreanischen Kracher The Witch aus dem Jahr 2018 gab es keine Witch, ganz im Ernst. Die Story, die uns Autor und Regisseur Park Hoon-jung in dieser Geschichte geliefert hat, geht mir in Richtung einer illegalen Organisation, die Experimente an Kindern durchführt, um ihre telekinetischen Fähigkeiten rauszubringen. Das klingt dann ähnlich wie in Teufelskreis Alpha oder der Feuerteufel oder generell alles mit Teufeln im Titel, beziehungsweise könnte man natürlich auch an eine bessere Version der New Mutants denken, beziehungsweise an dieses eine nervige Kind aus Deadpool 2. Und irgendwie schwöre ich, dass die Hydra Corporation damit ansatzweise was zu tun hat. Aber nein, The Witch war ein relativ interessanter Film, der uns eben tatsächlich New Mutants bis Heroes-esque zeigt, wie eben ein Mädchen, großartig gespielt von der damals noch recht unbekannten Darstellerin Kim Da-mi, die mit diesem Film dann natürlich auch einige Auszeichnungen für ihre Performance bekommen hat, aus dieser illegalen Forschungseinrichtung ausbricht, aber natürlich ein ziemliches Blutbad anrichtet und sich im weiteren Verlauf der Story einerseits mit dem Leben außerhalb dieser Anstalt und andererseits natürlich mit den Leuten, die ihr Leben wieder innerhalb von diese Anstalt verlagern wollen, herumschlagen muss. Der Film war tatsächlich auf einige interessante Arten und Weisen besonders und dabei muss ich an der Stelle einen ganz kurzen Break einlegen und über die deutsche Veröffentlichung von einerseits The Witch beziehungsweise generell was ganz anderem sprechen, nämlich Train to Busan. Das war nämlich nicht nur einer der großen koreanischen Filmklassiker des letzten Jahrzehnts, sondern auch der Startschuss für eine wahnsinnig interessante Mediabook-Reihe, die uns das Label Splendid hierzulande serviert hat. Mit diesem Cover-Artwork, das dann natürlich noch von der ein oder anderen Veröffentlichung aus dieser Reihe unterstützt wird, bekamen wir nämlich einerseits neben dem neuen Hauptfilm immer auch noch einen älteren Film als Bonusfilm, der offensichtlich in seiner eigenen Veröffentlichung sich jetzt nicht ganz so gut verkauft hat und demnach nämlich tatsächlich in den meisten Fällen auch noch gar nicht in meiner Sammlung war, weswegen ich auch diese Reihe gerade wegen der Bonusfilme so sehr mochte, aber ich glaube, der wahre Grund, weswegen wir diese Reihe alle geliebt haben, liegt auf der Hand, in dem Fall in der Hand. Das sind die großartigen Cover-Artworks, die von dem deutschen Designstudio 300 Design gemacht wurden. Und dabei ist die Veröffentlichung von The Witch nicht nur auf eine Art und Weise besonders, sondern auf mehrere. Erstens war es das erste Cover-Artwork, das sie ursprünglich bekannt gegeben haben auf Facebook, das von den Fans eher auf Ablehnung gestoßen hat und wo Splendid dann tatsächlich ein neues Artwork, nämlich dieses hier, kommissionieren ließ, das dann deutlich besser ankam. Es ist außerdem der bis heute einzige Teil der Reihe, der nicht von einer solchen J-Card umgeben wird, sondern mehr oder weniger einen kompletten Cover-Banner hat, der als quasi horizontale C-Card über das Mediabook geht und wo mir vor allem bereits bei dem ersten Mal auspacken eines ganz besonders deutlich aufgefallen ist, nämlich, dass wir auf dem Mediabook an sich zwar natürlich oben das Splendid-Logo, so wie auf allen anderen Teilen der Reihe haben, das allerdings hier auf dieser C-Card oben das Warner Brothers-Logo war und das hat mich ehrlich gesagt immer ein kleines bisschen irritiert, weil Warner, und so hatte ich das damals dann irgendwie zurückgeführt, war früher natürlich der Verleihvertrieb von Splendid, weswegen man eben bei den ganzen Kaufveröffentlichungen von Splendid sehr wohl das Splendid-Logo auf dem Spine hatte bei den Verleihtiteln, aber das von Warner. Und ich dachte einfach, okay, das liegt wahrscheinlich einfach daran. Nein! Tatsächlich rein gar nichts. Und tatsächlich habe ich jetzt erst in meiner Recherche von The Witch 2 erfahren, woran das lag. Interessanterweise ist The Witch tatsächlich bereits von Anfang an eigentlich als Franchise bzw. Cinematic Universe geplant gewesen, denn der komplette Titel von The Witch lautete ja The Witch Part 1, The Subversion. Also war mehr oder weniger von Anfang an klar, dass hier ein Sequel entstehen sollte. Und der erste Teil
wurde in Südkorea tatsächlich in Zusammenarbeit mit Warner Brothers bereits produziert. Warner kam nämlich dann irgendwann mal drauf, dass die südkoreanische Filmlandschaft eigentlich nicht nur qualitativ hochwertige Produkte erzeugt, sondern auch wahnsinnig erfolgreich ist, nämlich neben USA, China und Japan eigentlich die erfolgreichste Filmindustrie weltweit. Und deswegen wollte Warner mehr oder weniger ein Stück von diesem Kinokuchen abhaben und kaufte sich in die südkoreanische Filmlandschaft ein, produzierte dort einige Titel, wie eben unter anderem The Witch, was wahrscheinlich eben auch zu dieser nachträglichen Coveränderung dann irgendwie geführt hat. Allerdings hat Warner, wie wir ja zuletzt erst schmerzlich mit Filmen wie Batgirl und anderen Katastrophen erfahren mussten, jetzt in der letzten Zeit eher Schwierigkeiten und hat sich auch 2020 intern komplett umstrukturiert, weswegen man einfach den südkoreanischen Markt wieder fallen hat lassen und sich komplett zurückgezogen hat und im Zuge dessen auch sämtliche offenen Projekte komplett eingestampft hat, egal in welcher Phase der Entstehung sich die gerade befanden. Das hat natürlich eben auch den Witch-Schöpfer Park Hoon-jung sehr stark getroffen, weswegen der mehr oder weniger recht flott umsatteln musste und den Film Night in Paradise gedreht hat, der dann direkt über Netflix veröffentlicht hat, weil irgend so ein stacheliger Ball die Kinos zugesperrt hat. Aber hinter den Kulissen hat er die Zeit natürlich genützt, um über die Witch-Markenrechte zu verhandeln und letzten Endes konnte er den Titel bei Next Entertainment World unter Vertrag bringen. Die haben das aufgekauft und dann dementsprechend grünes Licht für den zweiten Teil gegeben. Und das finde ich in dem Fall relativ interessant, dass Autor und Regisseur Park in dem Fall so lang kämpfen musste, um den zweiten Teil des Films überhaupt erzeugen zu dürfen, denn der erste Teil war wahnsinnig erfolgreich. Er konnte allein in Südkorea 3 Millionen Zuschauer in die Kinos bringen, weswegen der zweite Teil eben sehr schnell angekündigt wurde und wohl natürlich auch mit beeinflusst von der Corona-Pandemie und der ganzen Warner-Geschichte, hat es dann eben 4 Jahre lang gedauert, bis der zweite Teil entstanden ist. Der stand aber dann dem Erfolg des ersten Teils eigentlich in fast nichts nach, landete im Jahr 2022 auf Platz 5 der erfolgreichsten Kinofilme in Südkorea und lockte immer noch 2,8 Millionen Zuschauer in die Lichtspielhäuser und demnach eigentlich wahnsinnig passt gleich viel. Was ich nämlich ganz besonders interessant finde bei der ganzen Geschichte rund um diesen Film, ist, dass Autor und Regisseur Park Hoon-jung niemals auf einer Filmschule war und sich quasi als Autodidakt alles selbst beigebracht hat, was er in seine Drehbücher verarbeitet und bei seinen Filmen gerne die Rollen als Autor, als Regisseur und als Produzent gleichermaßen selbst belegt, damit er sich mit niemand anderem herumstreiten muss und völlige kreative Freiheit hat. Und man muss sagen, dass er da gleich mit seinem Debüt relativ kräftig vorgelegt hat, denn das allererste Drehbuch, das Park Hoon-jung im Jahr 2010 geschrieben hat, war I Saw the Devil. Ja, der I Saw the Devil. Der dann natürlich von Ji-Won Kim ein bisschen adaptiert und umgeschrieben wurde, aber natürlich mit Lee Byung-hun und Choi Min-sik fantastisch besetzt umgesetzt wurde und wahrscheinlich immer noch einer der spannendsten, brutalsten und atemberaubendsten Filme aus der koreanischen Filmlandschaft der 2000er Jahre war. Auf jeden Fall hat Park Hoon-jung dann in der Zwischenzeit auch einige andere historische Filme beziehungsweise eben Thriller und Dramen gedreht, hat allerdings eben 2018 mit The Witch Subversion wieder mal auf sich aufmerksam gemacht und hat dann eben auch den zweiten Teil mehr oder weniger in Eigenregie gestaltet. Dabei ist allerdings der zweite Teil in Wirklichkeit gar kein zweiter Teil, sondern ein dritter Teil. Da hat sich Park wahrscheinlich ein bisschen zu sehr von George Lucas inspirieren lassen, weil tatsächlich, und das wird jetzt einige Leute direkt right of the gate enttäuschen, The Witch 2 ist keine Fortsetzung von The Witch, obwohl der Titel The Witch Part 2 eigentlich suggerieren würde, dass es sich um einen zweiten Teil handelt, wobei ich an der Stelle auch ergänzen möchte, dass der Titel The Witch ja grundsätzlich suggerieren würde, dass es um eine Hexe geht und dass der Untertitel von The Witch Part 2 einfach nur The Other One heißt, möchte ich an der Stelle lieber gar nicht kommentieren, spätestens bis dann The Witch Part 3 The Last One rauskommt. Wobei dann eben The Last One gar nicht The Last One ist. Achtung!
Wir müssen das noch ein bisschen erklären. Der erste Teil von The Witch endete ja mit einem relativen Cliffhanger und Fans haben darauf gewartet, dass sie endlich erfahren, was eben mit der mit dem Hauptcharakter Kuya Yon aus dem ersten Teil weiter passiert. Und das werden sie im zweiten Teil nicht. Nicht einmal ansatzweise eigentlich. Es gibt zwar quasi ganz kurze Gastauftritte, überwiegend so als Dialogfetzen nebenbei, aber grundsätzlich erzählt der zweite Teil eine komplett neue Geschichte von einer namenlosen Heldin, die sich übrigens genauso wie damals Kim Da-mi im Casting bei ca. 1500 anderen Mitbewerberinnen durchgesetzt hat und mit Ausnahme von vereinzelten Kurzfilmen oder Werbespots vor diesem Film sogar gar nichts gemacht hat, schauspielerisch, und trotzdem mit ihrer Leistung absolut brillieren kann in diesem Film. Aber es geht halt eben in The Witch 2 trotzdem um einen komplett neuen Charakter. Der Film setzt auch nicht direkt dort ein, wo der erste Teil aufgehört hat, sondern es sind dazwischen ein paar Monate vergangen. Deswegen wird man, was die Geschichte der Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil betrifft, auch gerne teilweise im Unklaren gelassen bzw. an anderer Stelle vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das bringt uns auf den dritten Teil, der ja jetzt eigentlich mit dem großen Erfolg des zweiten Teils und der Tatsache, dass die Markenrechte eigentlich unter Dach und Fach sind, durchaus gesichert sein könnte. Da hat der Regisseur nämlich vor, dass er dann den dritten Teil eigentlich als Zwischenstück für den ersten und zweiten Teil macht und da quasi dann die Geschichte der Hauptdarstellerin aus dem ersten Teil wirklich weitererzählen kann, quasi die Brücke zwischen diesen beiden Filmen macht. Aber auch der zweite Teil endet auf einen absoluten Cliffhanger. So viel kann ich ohne zu spoilern verraten. Das heißt, dass dann der vierte Teil wieder ein Sequel vom zweiten Teil ist und haben wir dann so quasi ein Cinematic Universe mit Franchise in Franchise, wo alle geraden Teile zusammengehören und alle ungeraden Teile zusammengehören. So als Inspiration vom Star Trek Film Franchise, wo quasi alle geraden Filmnummern gut sind und alle ungeraden, sprechen wir bitte besser eigentlich gar nicht darüber. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes, bisschen auch zu ziemlich verwirrendes Konzept. Aber trotzdem darf man sich davon nicht ganz zu sehr verunsichern lassen, weil trotzdem, genauso wie The Witch 1 bereits ein interessanter und anderer Film war, der zweite Teil genau dasselbe wieder ist. Und das möchte ich anders betonen, der zweite Teil genau dasselbe wieder ist. The Witch 2 erzählt uns im Grunde genommen exakt die gleiche Story wie der erste Teil, nur 15 Minuten länger. Dabei sehen wir auch dieses Mal wieder das Mädchen, das aus dieser Forschungseinrichtung ausbricht, dann in der realen Welt landet, von einigen Gangstern, von den Laborleuten verfolgt, wird sich in irgendeine Familie eingliedert, wo aber natürlich auch wieder einige Charaktere mit dabei sind. Nur, dass man diesmal interessanterweise den humoristischen Aspekt noch ein bisschen weiter herausgearbeitet hat und eben beispielsweise etwas deutlicher zeigt, vor was für Schwierigkeiten dieses Mädchen in der realen Welt steht. Fast so wie eine Hexeninterpretation von Cat Weasel oder so irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall recht interessant. Wir sehen eben den ein oder anderen gleichen Charakter. Wir sehen eben beispielsweise Min Soo Jo auch wieder als Dr. Baek, wobei man an der Stelle dazu sagen sollte, dass es nicht dieselbe Dr. Baek wie aus dem ersten Teil ist, sondern ihre Zwillingsschwester, quasi General Baek. Habe ich schon gesagt, dass das Ganze ein kleines bisschen verwirrend sein kann. Vor allem, weil man eben einerseits natürlich bei Park Hoon-jung es mit einem wirklich talentierten und großartigen Drehbuchautor und Regisseur zu tun hat, wobei man aber trotzdem auch teilweise ein bisschen dieses nicht ganz Ausgebildete vielleicht rausschmecken kann aus dem finalen Endprodukt, denn The Witch 2 hat zwar einige großartige Setpieces, einige spannende Szenen, ist fantastisch gespielt, ist visuell wieder einmal großartig aufgebaut mit diesem wunderschönen CinemaScope-Bild, hat teilweise damit zu kämpfen, dass die CGI-Effekte schon sehr deutlich als solche zu erkennen sind. Wobei ich beim Anschauen eigentlich so eher abwechselnd mir gedacht habe, wow, dieser Effekt sieht geil aus und wow, dieser Effekt sieht nicht geil aus. Und das ist relativ interessant, dass man da immer wieder hin und her gerissen wird. Aber was das Drehbuch am schwierigsten macht bei den 137 Minuten Filmlaufzeit, ist einfach die Tatsache, dass in diesem Film gefühlte 17.928 Charaktere vorkommen, 57 verschiedene Handlungsstränge, die teilweise begonnen, fallen gelassen, wieder aufgenommen, dann wieder fallen gelassen und dann nie wieder auftauchen werden, was es natürlich teilweise ein bisschen schwierig macht. Es sind sehr viele Charaktere, sehr viele Handlungsstränge,
Handlungselemente, die teilweise eben nicht ganz zu einem Abschluss gebracht werden, was im Verlauf des Films dann teilweise ein bisschen eine unausgegorene Note mit hineinbringt, beziehungsweise auch ein bisschen verwirren kann. Aber unterm Strich macht The Witch 2 trotz seiner erzählerischen Schwächen, trotz seiner teilweise auch vorhandenen Längen, wirklich Spaß. Wer den ersten Teil mochte und nicht schon direkt von Anfang an den zweiten Teil dafür verflucht, dass er eben nicht die Geschichte des ersten Teils erzählt, sondern es wagt, eine eigene Geschichte zu haben, der könnte tatsächlich mit dem zweiten Teil durchaus zufrieden sein. Und vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf den Cast, weil tatsächlich versammelt Park Hoon-jung eine Menge an eher kleineren bis unbekannteren Darstellern in diesem Film, die zwar in einigen koreanischen Filmen aufgetreten sind, wo aber der Gros von ihrem Oeuvre noch nicht bis zu uns rüber geschwappt ist. Wir haben Jin Goo vielleicht beispielsweise als Jin Tae in Mother, dem großartigen Mother, gesehen, beziehungsweise als Min Ji in A Bittersweet Life. Wir haben die Musik des Komponisten Mowge definitiv schon einmal gehört, einerseits in dem Film I Saw the Devil, beziehungsweise hatte er dann auch noch eine relativ produktive Phase, wo er innerhalb von wenigen Jahren die Soundtracks von The Burning, The Witch Subversion, Unstoppable mit Don Lee beziehungsweise Peninsula und einigen anderen Filmen gemacht hat. Das ist auf jeden Fall interessant. Die Kamera wurde geführt von Yang Ho Kim, der beispielsweise auch die Kameraarbeit bei Tsunami, Die Todeswelle, The Restless, Kampf um Mid-Heaven, beziehungsweise The Battle, Road to Victory gemacht hat, der ebenfalls im Rahmen von dieser Reihe, von der alten Korea Mediabook-Reihe von Splendid im Mediabook veröffentlicht wurde. Außerdem wurde der Film geschnitten, interessanterweise von Il Kwang Kim, und es ist die erste dokumentierte Schnittarbeit dieser Person und dann gleich für einen Spielfilm, zumindest laut IMDb, das fand ich durchaus ebenfalls interessant. Aber wie gesagt, The Witch 2 ist ein Film, der Fans des koreanischen Kinos definitiv zu empfehlen ist, weil er zwar auf der einen Seite dieselbe Story wie der erste Teil erzählt, aber wenn wir dem Drehbuchguru Bobby McGee glauben wollen, dann gibt es auf der gesamten Welt sowieso nur drei Stories und Variationen dergleichen. Aber wir bekommen übrigens von The Witch 2 neben einem Mediabook, das uns Splendid direkt präsentiert hat im Gewand von der Korea Mediabook-Reihe, jetzt auch etwas ganz Besonderes und etwas ganz besonders Neues. Denn erinnert ihr euch, wie ich vorher erwähnt habe, dass wir diese Reihe in erster Linie wegen der Artworks von 300 Design mochten? Ja, 300 Design startet ins Jahr 2023 mit einem eigenen neuen Label namens Alpha. Und Alpha startet mit einer eigenen neuen Asia Line im Mediabook, und diese Asia Line startet mit dem Film The Witch 2. Dabei bekommen wir im Mediabook insgesamt 4 verschiedene Cover-Artworks, die auf jeweils 250 Stück limitiert sind. Das Cover A ist dabei ein neu gezeichnetes und exklusiv für den deutschen Mediabook-Markt angefertigtes Motiv von 300 Design direkt, das natürlich komplett 1:1 übernommen ist aus einer Einstellung von der Schlussszene des Films. Großartig finde ich hierfür dieses Mediabook aufbereitet und irgendwie das Artwork von diesen 4 Veröffentlichungen, das mich eben noch am ehesten an die alte Mediabook-Korea-Reihe erinnert. Aber wir haben dann auch noch das Cover B, das ebenfalls ein neues und exklusiv erstelltes Artwork für diese deutsche Veröffentlichung darstellt, dabei allerdings einen ganz anderen Stil einschlägt und eben mit diesem roten Hintergrund quasi, Achtung, 2 Charaktere zeigt, weil der zweite ist dann auf der Rückseite, und auch hier mit diesem sehr schönen comichaften Zeichenstil sehr nett interpretiert ist. Wechseln wir auf das Cover C. Das ist jetzt ganz besonders interessant, weil dabei handelt es sich um ein altes, original koreanisches Charakterposter. Es gibt, das werden wir im späteren Verlauf von dem Video noch sehen, circa gefühlte 3690 Charakterposter von diesem Film, aber das ist natürlich das von unserem namenlosen Hauptmädchen aus diesem Film. Hat natürlich als Original-Werbecharakterposter dann ein paar Titeleinblendungen bzw. sonstige Namen und Hinweise in der koreanischen Schrift mit drauf, aber
Das wurde hier komplett bereinigt und ist eben mit Ausnahme von Spotluck auf dem Mädchen komplett, ich sage jetzt einmal, umgestaltet, sodass die Aufmerksamkeit des Betrachters komplett auf dem Motiv und auf der Wirkung von dem Motiv bleiben kann, wo man nämlich eben gerade diese Einsamkeit und dieses Verlassensein wundervoll mitbekommen kann. Und ich finde, dass das Motiv auf genau diese Art wirklich seine Wirkung voll entfachen kann. Eine sehr interessante Idee, dieses Cover komplett textfrei zu lassen und meiner Meinung nach eine, die perfekt funktioniert. Das Gegenteil davon ist das Cover D, das funktioniert zwar ebenfalls, ist aber definitiv nicht textfrei. Hier hat man mehr oder weniger das koreanische Original-Kinoplakatmotiv von diesem Film genommen, hat das dann allerdings ganz neu interpretiert. Interessanterweise ist das Arrangement von diesen Namens- und Titeleinblendungen hier auf diesem Motiv relativ ähnlich wie das, was wir eben zum Beispiel auch auf dem Cover B dann vorne beziehungsweise auf dem Cover A dann hinten sehen, zeigt allerdings eben den koreanischen Originaltitel wesentlich größer, rückt dafür die anderen Titeleinblendungen unten etwas näher zusammen und macht sie etwas klein und lässt vor allem sämtlichen Text, der oben in ihren Haaren gestanden ist, komplett weg. Auch das hier finde ich eine sehr schöne, aufgeräumte Neuinterpretation von dem Original-Postermotiv. Aber 300 Design war so nett und hat mir für dieses Video tatsächlich nicht nur eines, sondern gleich zwei verschiedene Cover-Artworks des Mediabooks zur Verfügung gestellt. Und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf die zwei gezeichneten Mediabook-Cover-Artworks des am 20.01., der am 20.01.2023 erscheinenden Premiere der neuen Asia Mediabook-Line näher vorzustellen. Beginnen möchte ich gleich hier auf der linken Seite mit dem Cover A. Und das ist definitiv ein dezentes Holy Freaking Hell wert. Ich liebe dieses Covermotiv, ganz ehrlich. Dieses Covermotiv mochte ich schon, als ich es das allererste Mal in der allerersten Vorankündigung gesehen habe. Vor allem, weil dieses Motiv, nämlich dadurch, dass es sich so sehr auf das Gesicht und nur das Gesicht der Hauptdarstellerin fokussiert, vor allem eben noch dadurch, dass man den Lauf der Schrotflinte nur ganz kurz angedeutet sehen kann und das blutige Messer und das blutige Gesicht einfach irgendwie Atmosphäre, Action und brutale Spannung versprochen haben, was der Film dann tatsächlich in dieser Szene auch durchaus eingehalten hat. Aber was mich ebenfalls fasziniert hat, ist die Art, wie dieses Cover-Artwork gestaltet ist. Grundsätzlich erinnert es mich auf der einen Seite an den getraceden Stil von Ralph Krause, beziehungsweise auch an den Arbeitsstil von Uncle Frank. Und tatsächlich ist die Art, wie dieses Cover dann letzten Endes umgesetzt ist, irgendwie genau in der Mitte von beiden. Man sieht nämlich dieses etwas flächige, etwas unschärfere Design, vor allem eben in den größeren Flächen von ihrem Gesicht. So hat man da eben vereinzelte Blutspuren ein bisschen unschärfer gemacht, beziehungsweise eben auf den Wangen, beziehungsweise der Stirn kann man das erkennen. Dafür gibt's aber dann, passend zum normalen Stil von Uncle Frank, perfekte Konturen, perfekt scharfe Umrandungen von den einzelnen Elementen, die nämlich tatsächlich das Ganze auch angenehm dreidimensional wirken lassen, beziehungsweise dann einzelne Elemente von der Zeichnung, wie beispielsweise die Haare, die dann wieder mit einem perfekt geführten digitalen Pinselstrich erstellt wurden und die dieses Artwork irgendwie mit einer schönen teilweise Flächigkeit, teilweise extrem fein detailliert Strukturiertheit darstellen und da finde ich beim Anschauen wirklich spannend sind, sodass das ein Artwork ist, das man sich auch gerne eben etwas länger anschaut. Und als wäre das alleine noch nicht genug, bekommen wir dann natürlich hier auf dem Frontcover Artwork auch noch dezenten Einsatz von Spotluck. So ist nämlich einerseits das Messer hier mit dem Spotluck veredelt, beziehungsweise auch der Lauf von der Schrotflinte und das finde ich sorgt ebenfalls noch einmal dafür, dass diese metallischen und eben gewaltausübenden Elemente noch einmal ein bisschen mehr herauspoppen aus dem Motiv, weil diese halt dadurch einfach mehr Farbintensität bieten als der Rest von dem Cover. Wir können jetzt einmal ganz flott nur über den Spine bei diesem Cover auf das Backcover schauen, denn was uns Alpha bei dieser Asia Line hier präsentiert, sind nicht einfach nur
typische Mediabooks mit Frontcover, Spine und Backcover, sondern sind tatsächlich durchgehende Artworks. Und das finde ich an der Stelle ganz besonders faszinierend, weil dadurch, dass diese Schrotflinte auf dem Cover eben, wie bereits erwähnt, nur den Ansatz gezeigt hat, sieht man den Rest von ihr einerseits auf dem Spine, andererseits dann natürlich groß auf dem Backcover und auch die Schulter von unserem Hauptcharakter geht dann hier auf der Rückseite von dem Mediabook weiter. Dazu gibt's dann eben hier auf dem Backcover, eben wie bereits vorher angesprochen, in relativer Großaufnahme auch den Original-Titelschriftzug. Dazu fast seitenfüllend und schön strukturiert die koreanischen Schriftzeichen mit dem Originaltitel darunter noch in klein dann, der internationale Titel, beziehungsweise sieht man hier auf dem Backcover dann auch unten ein etwas aufgehelltes Feld. Das ist dann der Platz, wo normalerweise bei euren Mediabooks eure individuelle Limitierungsnummer von den eben 250 Stück aufgeklebt ist. Nachdem ich hier ein Weißmuster habe für dieses Review, ist dieses Feld bei mir leer. Wechseln wir dann jetzt einmal ganz kurz sogar ins Innere von diesem Mediabook, da liegt nämlich noch eine Postkarte mit bei, die man bei der Bestellung ebenfalls dazu bekommen hat, mit diesem Mediabook-Motiv, beziehungsweise auch dieses Sticker-Sheet, das von Alpha und dem Mediabook-Shop eben exklusiv für diesen Release angefertigt wurde. Dabei bekommt man hier insgesamt 6 Sticker, nämlich einerseits eines passend zu jedem von den 4 Mediabook-Cover-Artworks, beziehungsweise eines dann noch mit den Logos von Alpha, beziehungsweise dem Mediabook-Shop, was meiner Meinung nach relativ cool aussieht, vor allem, weil dieses Sticker-Sheet eine sehr angenehme, interessante, seidenmatte Oberfläche aufweist. Und bei meiner Lieferung von diesen Mediabooks war dann außerdem noch ein kleiner Kühlschrankmagnet mit dem Mediabook-Shop-Logo ebenfalls mit dabei. Aber wir wechseln jetzt einmal an der Stelle zu dem Cover B und damit eben zu dem ebenfalls hier vorliege, mit dem ebenfalls hier von 300 Design neu gezeichneten Cover Artwork, das tatsächlich vom Stil her komplett anders ausgefallen ist, weil statt, dass es wie das Cover A düster, blutig und brutal ist, bekommen wir hier eigentlich eher die warmen Signalfarben. Wir haben diesen rötlich-orangen Hintergrund, wir haben wundervoll dargestellt und strukturiert dieses Mündungsfeuer und wir haben dadurch eigentlich mehr die Action-Komponente, denn die Horror- und Brutalitätskomponente auf dem Cover zum zentralen Aushängeschild gemacht, beziehungsweise eben auch dadurch, dass das Ganze mit den eher warmen Farben ausgestattet ist, finde ich eine komplett andere Wirkung. Dazu haben wir eben auf diesem Cover-Motiv dann auf dem Frontcover den Titelschriftzug, der hier ein kleines bisschen kleiner ausgefallen ist als eben im direkten Vergleich auf dem Backcover vom Cover A, der sich aber hier, finde ich, trotzdem recht gut in das Design einfügt, ohne dass er dieses stört. Und dann können wir natürlich hier noch einmal einen genaueren Blick auf den Charakter auf diesem Frontcover werfen. Da gelten grundsätzlich dieselben Dinge, die ich bereits beim Cover A gesagt habe. Da ist es nämlich eben interessant, ist, dass wir hier einige vereinzelte, etwas flächigere Strukturen haben, dass aber grundsätzlich dieser Charakter und diese einzelnen Designelemente wirklich wundervoll durchzeichnet bzw. Detailliert gezeichnet sind. Ganz besonders möchte ich an der Stelle die einzelnen Haare erwähnen, die da quasi von diesem Kopf wegstehen, bzw. eben noch einzelne andere Elemente, die hier, finde ich, dazu beitragen, dass dieser vor allem militärische Aufzug hier auf dem Frontcover Artwork wahnsinnig cool rüberkommt. Wir können dann natürlich auch hier über den Spine auf das Backcover wechseln und bekommen dann hier dasselbe mehr oder weniger in Lichtblau, nur halt eben das Gegenstück dazu. Wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei um ein neu für dieses Mediabook exklusiv erstelltes Motiv mit diesen beiden Kameraden mehr oder weniger, wobei eine Person eben fürs Front und eine fürs Backcover gemacht ist. Beide ballern hier in verschiedene Richtungen. Und auch der Kerl auf dem Backcover ist genauso detailliert und schön durchzeichnet, wie wir das eben hier gewohnt sind. Dieser Comic-Stil, der eben die Zeichnungen von 300 Design immer ausgezeichnet hat, kommt hier sehr schön rüber. Was ich nur, wenn wir uns das im direkten Vergleich anschauen, interessant finde, ist, dass er auf dem Backcover mit dem partiellen Glanzlack überzogen ist, dass man hier sogar bei dem Mündungsfeuer links oben ein bisschen eine Auslassung gemacht hat und nicht das komplette Mündungsfeuer belegt hat, sondern eben nur den Kern, dass der eben noch ein bisschen
heller strahlen kann als der umliegende Rest, dass allerdings sie auf dem Frontcover nicht mit dem partiellen Glanzlack überzogen wurde, sondern dafür eben der auf dem Frontcover nur den Titelschriftzug vorbehalten war. Wir können auch hier ganz kurz einmal ins Innere von dem Mediabook schauen. Da gibt es nämlich ebenfalls eine kleine Dankeskarte, die man bei seiner Bestellung im Mediabook-Shop dazu bekommt. Die kann ich euch jetzt eben auch einmal zeigen. Da sehen wir nämlich auf der Karte das komplette Motiv, so wie es eben auch auf dem Mediabook zu sehen ist, beziehungsweise gibt es dann hier auf der Rückseite die Möglichkeit, quasi Feedback zu geben, beziehungsweise den Support zu kontaktieren, was ich persönlich eigentlich ziemlich geil finde. Und natürlich liegt auch bei der Bestellung von diesem Mediabook eines von diesen Stickersheets vor. Bevor wir jetzt allerdings ganz ins Innere von den Mediabooks wechseln, möchte ich mich natürlich noch einmal ganz kurz mit dem Spine beschäftigen. Da sind wir ja vorher nur quasi zweimal ganz kurz drüber gegangen, aber wenn wir jetzt einmal die beiden Mediabooks spine-technisch miteinander vergleichen, dann muss ich als Spine-Fetischist sagen, dass das wahrscheinlich eines meiner Lieblings-Spine-Designs ist. Das ist doch absolut großartig. Nicht nur, dass wir unten klar strukturiert und natürlich perfekt auf derselben Höhe einerseits das Label-Logo beziehungsweise dann beim Cover, das finde ich irgendwie putzig, nicht nur ABC lesen, sondern auch noch eben, ob's wie viele es insgesamt gibt mit dem 1 von 4, 2 von 4 und so weiter. Das, finde ich, schließt vor allem das Ganze auch sehr schön im Blocksatz ab. Wie hier dieser Asia Line 01 Schriftzug gemacht wurde, gefällt mir persönlich wahnsinnig gut. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass der Titelschriftzug hier einerseits ebenfalls mit dem Partial Gloss Effekt überzogen wurde, beziehungsweise, was ich persönlich halt sehr schätze, aber gut, ich bin mit den europäischen PS1 und PS2 Spielen aufgewachsen, ist die Tatsache, dass wir hier nicht irgendeinen Titelschriftzug haben, sondern das Ganze wirklich in neutraler Schrift, wo ich jetzt fast davon ausgehen würde, dass das auch bei den kommenden Veröffentlichungen aus der Reihe so sein wird, dass wir eben hier wirklich das perfekt strukturierte Spine-Design haben, und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich diese Reihe dann macht, wenn wir dann einmal ein paar von diesen Titeln vor uns haben. Jetzt wird es dann allerdings wirklich an der Zeit, hier einmal einen Blick ins Innere zu werfen. Da bekommen wir dann gleich insgesamt 4 Discs präsentiert. Ich habe jetzt hier bei meinem Mediabook auf der linken Seite, und das ist auch interessant, The Witch 2 ist nicht der einzige Film in diesem Mediabook. Es handelt sich um ein Double Feature mit dem ersten Teil, wo auch der erste Teil sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray vorliegt. Daher erklären sich die insgesamt 4 Discs. Was ich aber sehr interessant finde, ist das Alpha hier für dieses Repack Mediabook, weil alle Discs entsprechen den auch separat erhältlichen Versionen von Splendid, den Discs selbst einen neuen Anstrich gegeben hat. Und ich denke, wir sehen relativ flott, welchen neuen Anstrich. Wenn wir das hier an der Stelle ganz kurz vergleichen, dann sehen wir natürlich, dass der Charakter, der hier auf dem Mediabook auf dem Backcover zu sehen war, dann auch derjenige ist, der hier auf den beiden Discs von The Witch 1, nämlich Subversion, zu sehen ist, beziehungsweise dass dann auf der rechten Seite, wenn wir uns die beiden Discs vom zweiten Teil The Other One näher anschauen, dass es natürlich die Dame auf dem Frontcover von dem Cover B ist, die hier zum zweifarbigen Disc-Design gemacht wurde. Und dabei finde ich wahnsinnig cool, dass dieses zweifarbige Disc-Design ja eigentlich schwarz-weiß-rot-silber ist, wenn man es genau nimmt, weil eben die einzelnen farbigen Elemente von den Charakteren hier tatsächliche Auslassungen im Design sind. Die, finde ich, die Disc auch sehr nett durchschimmern lassen, wenn man sie gegen das Licht hält. Das finde ich persönlich ja eigentlich immer recht spannend und recht cool. Dazu bekommen wir als Innendesign ebenfalls ein Artwork, das von 300 Design für diesen Release exklusiv neu gemacht hat, wurde. Und das hier teilweise etwas noch grober und flächiger ist, als es das beim Frontcover ist, aber genauso wie es eben beim Gesicht der Hauptdarstellerin auf dem Cover A gesagt hat, ist es eben wirklich interessant, wie dieses Flächige dann mit diesen feinen Konturen und feinen einzelnen Strichen und Durchzeichnungen hier kombiniert wurde. Das Einzige, was ich etwas schade finde bei diesem Mediabook Innendesign, ist die Tatsache, dass man auf der linken und auf der rechten Seite zweimal das gleiche Design verwendet hat. Wir können jetzt dann allerdings durch das Booklet blättern, und das ist in dem Fall von Nando Rona wirklich wahnsinnig interessant geschrieben.
weil er tatsächlich nicht nur über den Werdegang des Regisseurs, sondern eben auch über die Produktionsgeschichte des The Witch-Franchises wahnsinnig gut Bescheid weiß und recherchiert hat und dabei eben viele von den Informationen auch, danke, geliefert hat, die ich am Anfang von diesem Review ebenfalls ganz gut brauchen konnte, was eben zum Beispiel mit Warner und so weiter passiert ist. Neben diesem Booklet, das quasi fast die erste Hälfte von dem gesamten Booklet ausfüllt, gibt es dann eben hier in der zweiten Hälfte eine umfangreiche Artwork-Galerie, wo wir eben quasi das komplette koreanische Original-Artwork sehen, inklusive den dort verwendeten Postern, den dort verwendeten Character-Sheets und Character-Postern, beziehungsweise gibt es dazwischen, was ich ganz besonders cool fand, auch noch ein paar Set-Fotos beziehungsweise eben Einblicke hinter die Kulissen von diesem Film, was mir persönlich natürlich sehr gut gefällt, genauso wie auch ein paar Ausschnitte aus dem Film an sich. Und wenn wir dann ganz zum Schluss bei der letzten Doppelseite ankommen, dann finden wir hier tatsächlich noch eine Übersicht, einerseits natürlich über den Inhalt vom ersten Teil, beziehungsweise dann auch die Informationen zum zweiten Teil, wo eben auch der Autor Nando Rohner erwähnt wird, beziehungsweise natürlich das Bonusmaterial, das es für den zweiten Teil gibt, und das ist in dem Fall wie bei aktuellen Filmen leider oft so relativ mager ausgefallen. Es gibt eine Trailer-Galerie, es gibt auch einen Teaser und Trailer zu dem Film. Dann gibt es allerdings nur mehr ca. 3 Minuten an Character Clips, beziehungsweise ein 4-minütiges Featurette rund um die Produktion des Films. Da kann man natürlich reinschauen, wenn man so einen quasi oberflächlichen Einblick hinter die Kulissen und die Produktion haben möchte, aber wahnsinnig viel und vor allem wahnsinnig viel Gehaltvolles wird man aus diesem Material nicht rausholen, aber trotzdem muss ich am Ende von diesem Segment vom Video sagen, dass was 300 Design hier bei diesen Mediabooks abgeliefert hat, das ist designtechnisch in meinen Augen absolut großartig und ich freue mich schon wirklich, wirklich intensiv, wie es mit dieser Reihe weitergeht. Und wir alle freuen uns wahrscheinlich auch intensiv, wie es mit diesem Video weitergeht. Vor allem, weil das nächste Segment von Playzockers Blu-ray Check wieder eines derer ist, wo ihr meine Fresse nicht sehen müsst. Und für mich ist es der Moment, wo ich tatsächlich etwas detaillierter noch über den Film, über dessen Visualisierung und über dessen Technik sprechen darf und dazu auch einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Splendid direkt mitgebracht habe. Wie vor wenigen Minuten bereits erwähnt, enthält das Mediabook von Alpha sowohl vom ersten als auch vom zweiten The Witch 1:1 dieselben Discs, die auch schon von Splendid selbst verwendet wurden, wobei diese Discs eben im Mediabook einfach nur neu bedruckt wurden. Trotzdem möchte ich hier über die Bildqualität sprechen. Wir haben ja trotzdem einen neuen Release vom zweiten Teil an sich. Den ersten lassen wir jetzt in dem Fall einmal weg, der ist ja schon seit einigen Jahren erhältlich, aber wie üblich möchte ich darauf hinweisen, dass ich alle Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und ich muss gleich am Anfang einmal gestehen, dass ich es im Zuge meiner Recherche für dieses Review nicht geschafft habe, herauszufinden, mit welchen Kameras der Film The Witch 2 produziert wurde und kann demnach auch nicht sagen, in welchem Format bzw. welcher Auflösung das Ausgangsmaterial vorlag, in welcher Auflösung dann ein Digital Intermediate erstellt wurde bzw. wie es eben zu diesem HD-Transfer auf der Blu-ray kam. Aber eines ist klar, egal ob hier mit einem 2K oder einem 4K DI gearbeitet wurde. Es ist alles trotzdem über die typische Blu-ray-Qualität erhaben und man merkt auch hier, wenn man sich das High-Definition-Bild der Blu-ray anschaut, sehr wohl, dass es sich hier um eine qualitativ hochwertige Produktion handelt, bei der sicherlich auch hochwertiges Equipment zum Einsatz kam. Was ich nämlich bei dem Film The Witch 2 ganz besonders interessant finde, ist, wie es der Regisseur verstanden hat, einzelnen Szenen auch ein einzelnes farbliches Grundschema zu verleihen. Wir haben einige Szenen, die ganz offensichtlich bewusst eher weicher gehalten sind, wo eben zum Beispiel sogar die Konturen von den Gesichtern ein bisschen verlaufen, um zum Beispiel so kleine Flashbacks oder sonstige Sachen unterzubringen. Wir haben dann auch noch einige Szenen, wo er mit Nebel bzw. wo er mit ganz besonders atmosphärischem Licht arbeitet und wir haben dann natürlich die
unter Anführungszeichen realistisch gefilmten Szenen, wobei ein Großteil des Films tatsächlich trotzdem von einer Art Blau- bzw. manchmal auch Türkis- oder Braunfilter unterlegt ist und eben tatsächlich die Farbwiedergabe über weite Strecken von diesem Film von Natürlichkeit relativ weit entfernt ist, was aber im Fall von The Witch 2 definitiv nicht als Transferfehler zu werten ist, sondern definitiv vom Regisseur in genau dieser Form gewünscht ist. Dadurch bekommt der Film ein sehr spezielles Bild und dadurch finde ich aber auch, dass sich der Film auf der visuellen Ebene bei seiner Erzählung durchaus gut unterstützt. Dabei muss man natürlich sagen, dass der Film abgesehen davon von den reinen technischen Werten hier auf der Blu-ray absolut brillieren kann. Die Schärfe ist natürlich durch die moderne digitale Filmproduktion, wahrscheinlich gedreht im Jahr 2021, absolut hervorragend. Wir bekommen sowohl in den näheren als auch in den weiter entfernten Aufnahmen die meiste Zeit über eine fantastische Kantenschärfe beziehungsweise eben auch eine fantastische Teilzeichnung. Wir bekommen dann dazu natürlich noch einen, wenn nicht anderwertig gewünscht vom Regisseur, relativ feinen und straighten Kontrast, der uns eben auch in dunklen Szenen nicht allzu viele Details vorenthält. Wir bekommen ein komplett rauschfreies, ruhiges Bild, das aber dank der hochwertigen Produktion jetzt mit Ausnahme von vereinzelten Szenen bis Einstellungen nicht diesen typischen klassischen flachen Videolook handelt. Also da haben wir tatsächlich teilweise auch wirklich film-like Appearance, was allerdings interessanterweise nicht den ganzen Film hindurch aufrecht bleibt, sondern eigentlich eher die atmosphärischen Horror-, Schock- und Action-Effektsequenzen betrifft. Da hat man eigentlich ähnlich wie vor kurzem bei Damien Leone's Terrifier 2 den Eindruck, dass man hier ganz offensichtlich in diese Sequenzen wesentlich mehr Zeit und Mühe investiert hat und vielleicht die Dialogszenen im direkten Vergleich dazu ein bisschen runtergekurbelt hat. Aber ganz so schlimm, wie ich es jetzt darstellen ist es dann beim Anschauen des Films auch nicht. Dazu sei zu sagen, dass Splendid absolut hervorragend mit dem Ausgangsmaterial gearbeitet hat. Der Film ist mit 137 Minuten Laufzeit recht lang ausgefallen, belegt dafür aber auch 31,5 GB auf der Disc, was dem Encoder eigentlich recht guten Spielraum gegeben hat, um hier möglichst fehlerfrei zu arbeiten und möglichst wenig Spuren im Bild zu hinterlassen. Ja, wer natürlich im Standbildmodus gerne auf Fehlersuche geht, der könnte natürlich in vereinzelten Einstellungen minimal das Bending erkennen, was natürlich bei digitalen Filmproduktionen manchmal sogar auch schon masterbedingt ist, aber ansonsten beim Anschauen des Films stört hier definitiv nichts und selbst über größere Betrachtungsflächen hat dieser Film hervorragende Bildqualität zu bieten und sieht genauso aus, wie man es sich von einer digitalen Filmproduktion aus dem Jahr 2022 erwarten würde. The Witch ist definitiv ein interessantes Filmfranchise und damit meine ich nicht nur, weil eigentlich keine Witch vorkommt und eigentlich der zweite Teil jetzt der dritte Teil ist und dann vielleicht einmal ein dritter als zweiter Teil produziert wird und ich mich gerade so fühle wie beim Macarena. Aber das ist nur ein Teil von der interessanten Natur des Films. Das, was den Film tatsächlich ebenfalls ausmacht, genauso wie schon seinen Vorgänger, ist die Atmosphäre, ist die Art, wie die Charaktere hier agieren, vor allem wie großartig auch die teilweise sehr unbekannten und unerfahrenen Schauspieler ganz offensichtlich fantastisch auch von dem Regisseur Park Hoon-jun geführt werden und wie das Ganze trotz der hohen Länge von fast 2,5 Stunden zu keiner Zeit wirklich langweilig ist. Ja, der Film hat seine Längen, hat diese sich teilweise eben auch dadurch selbst zuzuschreiben, dass er den Zuschauer ein bisschen verwirrt mit seinen vielen angefangenen und fallen gelassenen und generell für die eigentliche Haupthandlung teilweise auch sogar marginal relevanten Handlungssträngen, aber es ist trotzdem ein Film, der unterhaltsam bleibt. Es ist trotzdem ein Film, der, obwohl die ein oder andere Special Effect Szene jetzt, sagen wir mal, suboptimal gelöst ist, über die meiste Zeit hinweg wirklich gute CGI-Arbeit leistet und dabei auch natürlich über größere Betrachtungsflächen Spaß macht mit einem wuchtigen, satten, fetzigen Ton und einer Story, die ich persönlich schon seit jeher interessant finde, weil wir sie ja eben auch, wie anfangs erwähnt, nicht nur in etlichen Filmen, sondern auch sogar eigentlich in diversen Videospielen schon als Grundstory hatten. Ich erinnere nur zum Beispiel an das Infamous-Franchise, wo ähnliche Themen auch vorgekommen sind. Und damit finde ich das hier durchaus interessant aufbereitet, insbesondere nämlich eben mit der Tatsache, dass sich der Film, wie bereits auch der erste Teil, nicht damit aufhält, dem Zuschauer zwangsweise irgendwelche Erklärungen in die Melone zu hämmern wollen, sondern in
einfach, mit dem Hauptcharakter eigentlich die Story durchleben zu wollen, was auch mit einer der Gründe ist, warum ich vielleicht einige der nicht von unserem Hauptcharakter getragenen Nebenstories ein kleines bisschen eher unter den Tisch fallen hätte lassen. Aber es ist ein Film, es ist ein langer Film, der trotz seiner Länge unterhaltsam ist und der vor allem im deutschsprachigen Raum mit einigen großartigen Veröffentlichungen beglückt wurde. Splendid Film direkt veröffentlicht natürlich neben den Standard-Editionen auf DVD und Blu-ray, ein eigenes Mediabook in der vorher bereits gezeigten Korea-Edition, aber die Veröffentlichung von dem Film The Witch 2, die ich an der Stelle definitiv empfehlen möchte, das ist die von Alpha. Die starten mit dem Film nämlich ihre eigene Asia Line im Mediabook, haben dafür, finde ich, ein absolut großartiges Konzept auf die Beine gestellt, haben vor allem auch den großen Vorteil, dass sie ihre eigenen Cover-Designs selber machen und dass die fucking awesome sind und dass ich mich schon seit einigen Jahren immer wieder freue, wenn ich neue Arbeiten von ihnen in die Sammlung aufnehmen darf. Und der Gedanke, dass sie jetzt mit einem eigenen Label und einer eigenen Reihe am Start sind, das heißt eigentlich nur, dass ich das im Jahr 2023 noch öfter dürfen werde und darauf freue ich mich. Bin sehr gespannt, wie es mit dieser Reihe weitergeht. Der Start mit The Witch 1 und 2 ist auf jeden Fall ein sehr interessanter und für alle, die den ersten Teil zumindest ansatzweise mochten oder noch nicht gesehen haben, ist dieser Release und vor allem dieser zweite Teil definitiv einen Blick wert.